So, damit ja gleich wieder auch zurück. Ich will den Toll, Typ wie du die das Tasche geschafft holen. hast, habe ich dich gehabt. So, das waren hier so die Sachen zum Installieren. Auch schön Raketenwerfer Dabei nehmen. muss ich momentan viel improvisieren. Sogar meine Einlegesohle Ist habe ich sogar noch verwendet. Mörser. Ich glaube, hier kommt dann irgendein Vieh, wenn da ein Mörser ist. Oh Gott, das ist eine Höhle. Boah, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war ja klar. Wo schwimme ich denn jetzt hin? Ich wollte gerade sagen, der hat eine aufgemotzte Lumpe. Ach, ganz genau. Verflucht der Scheiße. Okay, da steht nicht wieder auf. Mir ist gerade klar geworden, wer du bist. Du bist dieser Deputy, oder? Von dir hat Dutch die ganze Zeit gesprochen. Ach, entschuldige, ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schiefgegangen. Verdammte Sekte. Ach, mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Ja klar, gibst einen kleinen Finger und die ganze Hand. Ich weiß, es war keine gute Idee, alleine nach draußen zu gehen. Aber ich wollte niemanden in Gefahr bringen. Unbeschädigte... Warzbeermaut und... Bronghorn heute. Wisst ihr was? Die sammle ich jetzt nicht. Wir fliegen jetzt dahin, dann machen wir da, da, da. Genau. Es liegt alles auf dem Weg.
Andy, wo bleibst du? Spionier mal da unten. Da läuft auf jeden Fall einer. Heli sind die Dinger so einfach zu befreien. Hier hat die Sekte das erste Mal Wurzeln in Hope County geschlagen. Alle dachten, sie würde die Dinge hier verbessern. Man hätte sich nie träumen lassen, dass es so weit kommt. Egal. Mach einfach weiter so. Gute Arbeit, Rookie. Okay. Sehe ich die Ziele nicht? Fangen wir da an. Bankum heute. Schon wieder so ein komisches Bild. Nee, wahrscheinlich kommt die wieder mit dem Geist. Ja, und dann kommt die Segnung und so weiter. Wir haben dich in unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Streicheln? Nee. Ein Hase mit... Das ist ein Hase.
Ein Hase mit einem Hirschgeweih. Alles klar. Das ist ein Hirsch mit... Wo willst du denn hin, Dummchen? Entschuldigung, wollte man die Tiere hier angucken. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Ja klar, schöner Atomkrieg. Wir werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Okay. Sieh, alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach. Und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten. Nenne ich doch mal eine Nadel. Gütiger, du hast uns eine Scheißangst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft, die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ach, Herrgott. Also, du musst dich entspannen, leg dich hin. Wir reden dann morgen. Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Wie schlägst du dich, Cowboy? Das ist also gut. Dann kämpfen wir halt mit dem.
Kumpels ist sich sicher, dass die Sekte im Fleischer Bliss zusammenmischt. Wenn die Kugas den Laden dicht machen könnten, würde sie das bestimmt hart treffen. Du für eine Knifte dabei, die da. Danke, meine Ausrüstung ist sicher. Frag mich nicht warum, aber ich wusste sofort, dass Edens Gate nichts Gutes für Hope County bedeutet hat. Von Anfang an sprachen sie von nichts anderem als dem jüngsten Tag und dem Kollaps und verehrten Joseph, ihren fleischgewordenen Gott. Trotzdem hätte ich mir nicht träumen lassen, wozu sie fähig sind. Hätte ich es gewusst, hätte ich die Stadt niemals verlassen, um zur Schule zu gehen. Als ich zurückkam, konnte ich nicht fassen, wie viele Freunde und Familienangehörige ihnen verfallen waren. Manchmal habe ich Angst, dass die Sekte für uns alle den Tod bedeuten wird. Eines Tages werde ich Charles sagen, was ich wirklich von ihm halte. Na, dann hat er jetzt die Klamotten einfach so gekriegt, oder was? Hallo? Okay. Direkt da noch Außenposten. So, mal gucken. Ne, fehlt immer noch. Gut, müssen wir mal schauen. Also gibt es dich wirklich? Gerade Alamo, oder? Wie das Ding kann zurzeit nicht spawnen. Und nochmal halt einen anderen. Warum nicht? Wer weiß, der Heli steht bestimmt hier noch irgendwo rum. Ist ja nicht kaputt gegangen. Egal, also dann.
Ja, jetzt mal noch den. Quasi unter Denkmalschutz. Schön, dass wir ihn wieder haben. Das Labanos-Gebiet. Das waren die heute. Das ist aus da hinten.
Okay, die haben mehrere Typen, die Alarm auslösen können. Steht direkt bei der Geisel, das ist scheiße. Seite, dann gehe ich hier rein. Die übrigen Geiseln.
hilfst du nur mehr. Was immer du machst, es klappt. Wenn einem Angel keinen Kopfschuss verpasst, verschwendest du nur Munition. Wie rette ich den denn da? Gut, dass die Kugas dich gerettet haben. Das Seige dahinter und da einmal wo. Das ist irgendwie ein Schalter oder sowas geben, ne? Was macht das für einen Sinn? Aha, da sind irgendwas muss hier zum Aktivieren sein. Viele von uns sind für deine Hilfe dankbar, Deputy. Weiter so. Wer ist ein guter Junge? Ja, du! Sicher, dass du bereit bist. Muss es doch irgendein Knopf oder sowas geben. Ist auf jeden Fall die Maschine. Und wie dreht die sich jetzt? Faith wird dir ihre Version der Wahrheit zeigen. Es muss ja eine Art Kontrollraum oder sowas hier geben. Sicher, dass du bereit bist. Halt, die Seile sind für da. Also schön, auf geht's. Die gehen da hin, da. Ha.
Ach, herrje. Loki, hier spricht der Sheriff. Das ich habe gehört, dass du Fees Priesterin getötet hast und ein paar unserer Leute retten konntest. Du hast die Kugas wieder ins Spiel gebracht. Klasse Leistung, Loki. Klasse Leistung. Lass mich dir als Erster danken, Loki. Du hast alle Vermissten aufgespürt. Irgendwie passt da Loki nicht mehr. Wird mir schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. Jo. Zeit neigt sich auch schon wieder zum Ende zu. Oh, wir haben den Punkt. Deputy, ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass wir es so weit schaffen würden. Aber du trägst diesen Kampf zu Faith und sie weiß, dass sie ihn verliert. Also weiter so. Und vergiss mir Burke nicht. Falls du den Marshall da draußen rumwandern siehst, dann schnappst du ihn dir, Rookie. Wir müssen ihn aus dem Bliss rausholen. White House Ende. Okay. Das machen wir jetzt noch. Wir gehen mal zu dem Waffenladen schnell. Und dann gucken wir mal, ob der Bogen jetzt verfügbar ist. Schwidu, schwidi, schwidu, das Auto. Welche Wechselladeerinnerung? Passiert zum Glück nicht oft. Schwidi, schwidu. So was sollte ich mir auch besorgen. So, Waffelchen. Jawoll. Ja, kaufen. Dahin bitte. Danke. Prestige ist immer gut. Scharfschützen links drauf. Alles klar. Gut, für diese Folge war es das dann erstmal. Und ja, jetzt haben wir ja endlich den Bogen. Hey, Alter. Ach, komm, wir kaufen hier noch Munition. Oh, haben wir vorher alles lang. Das kann ich auch verkaufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.